Mal im geistergegangenen Such auf der verlorenen Insel nach dem Mandala eliminiere alle paranormalen Entitäten. Also, wenn du das von da nach da bringst, wäre die Welt ein besserer Ort. Okay, dann bringen wir das von da nach da. Das versteinerte Boot war dir noch nicht genug? Jetzt willst du eine Art präkolumbianische Todesmaschine aktivieren? Ray, we believe you. Präkolumbianische Todesmaschinen benutzen ein ganz anderes Prinzip. Wir sind immer bereit, ihnen zu gleiten. Tja, ich sehe keine Steuerung an dem Kran. Wie können wir ihn in Bewegung setzen? Liegen? Hey, was ist mit dem Schleimschnapper? Der Schleimschnapper. Na gut. Nur keine Angst. Der Schleimschnapper. Sehe ich hier noch irgendwo ein Artefakt? Okay, da geht's runter. Na gut, dann nehmen wir mal den Schleimschnapper. Gucken wir mal. Flum. Flum. Gute Idee. Na sowas. Der Zubi hat den Kran bewegt. Ja, ja. Okay, schwing es rum. Fast. Bring das Ding hier rüber, um das Loch abzudecken. Ja, ja, was meinst du, was ich hier gerade mache, du kleiner... Die haben immer nur eine große Fresse, ne? Das ist... Reicht das schon? Noch nicht ganz, okay. Machen wir noch ein Stückchen weiter. So. Zim. Jetzt müsste es aber lang. Oh. Runter damit. Fast geschafft. Wow, toll. Hey, Kumpel. Gute Arbeit. Ja, danke, Jungs. Ich bin... Ne? Aber können wir uns nicht auf den Tiger einigen oder auf den Champion? Warum immer Zubi? Jungs, ne? Hey, Peter, ich bin ein Tiger. Ich bin ein Champion, aber kein Zubi. Immer Zub oder Sub oder... Das ist ja... Okay, pass mal auf. Ray, wir sind dann später am Tage zurück. Du passt hier schön auf. Ne, Kollege, aber ich glaube, ich nehme meinen roten. Mit dem fühle ich mich echt... Apropos roten, können wir noch was kaufen? Mal ganz kurz mal schauen. So, lass mal ganz kurz. Besitz. Wir haben 17.000. Besitz. 10.000. Kaufen wir. So, wer lesen möchte, bitte lesen. Ich scroll einmal runter. Ne? Ihr macht dann schön Pause. So, haben wir jetzt noch irgendwas? Besitz. Okay. Uns fehlt nur noch die Falle, sonst haben wir alles. Ja. Ja, gut. Die 18.000, das ist die Falle, holen wir uns dann auch auf jeden Fall auch noch. Und jetzt, ja, ich muss mal wieder vorgehen, ne? Der kleine Zubi, ne? Tiger, nennt mich Tiger, Freunde. Und nennt mich Champion, wie auch immer. Aber nicht Zubi, das ist ein bisschen, So, wir gehen jetzt mal hier, das ist, Das sieht aus wie eine Achterbahn, Kollege. Das ist, Vorsicht! Oh! Weg da! Oh! Bist du in Ordnung? Was ist, Kumpel? Du wirst nur bezahlt, wenn wir überleben. Rekrut, bist du okay? Pass mal auf, Freund. Ich bin ja gerade von so einer verkackten Indiana Jones Lore überfahren worden. Und ihr erzählt mir was von das. Ich konnte aber nicht ausweichen. Ich habe ganz versucht, da in die Ecke zu. Aber das hat nicht funktioniert, Freunde. Na gut, also, das ist. Wenn noch so ein Spaßvogel kommt, dann bitteschön, ne? Das ist der Kran, den wir mit dem Schleimschnapper geschnappt haben, ne? Da kommt noch was, Freunde? Mein Putt hat voll gerambelt. Vorsicht, wir tragen keine Helme. Leute, hier drin fallen deutlich zu viele Trümmer runter. Ich muss das Marine Ecto 8 in Sicherheit bringen. Fahr nicht zu weit raus, Ray. Wenn wir dich brauchen, brauchen wir dich schnell. Alles klar, Zed. Ruft einfach durch, wenn ihr mich braucht. Jetzt ist der Captain Ahab. Sei vorsichtig, Ray. Weiter geht's. Wir suchen eine Anlegestelle für Ray, wo er uns später abholen kann. Ihr seid auf der Suche nach dem weißen Wal, Freunde. Captain Ahab ist... okay, wir gucken mal, was haben wir hier. Ah ja. Wenn hier noch so eine Lachnummer kommt, dann kann ich irgendwo zur Seite springen. Es rammelt. Mein Pet rammelt. Nein. Okay, nur mein Pedagogramm, alles gut, Freunde, alles gut, alles ist, ich hab's im Griff. Wow. Seht euch das an! Wow. Das ist eine 3 Millionen Dollar Aussicht, sogar nach Manhattan-Standards. Cool. Mein Apartment sah auch immer so aus. Ja, ja.
Chandors öffentlicher Architekturstil reichte von Bürgerkrieg bis Art Deco. Sein persönlicher Geschmack ging hingegen offensichtlich in Richtung Goserianisch. Oh, jetzt verstehe ich, was die mit frühdämonisch meinen. Ich sag grad nicht viel, Freunde, aber oh, Artefakt. Ich will das nicht lassen. Okay, wo ist mein Artefakt? Wo ist? Ich will sofort mein Artefakt. Okay. Freunde, ohne Artefakt gehe ich hier nicht weg. Oh. Ist das mein Artefakt? Bist du mein Artefakt? Ja. Artefakt ansehen. $3,500. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht, uns die ganzen Artefakte angesehen, ne? Das ist Tobins Gespenster, Missionsziele, Ausrüstung, Artefakte. Okay, Gustav, okay, wir scrollen mal ganz kurz durch. Porträt, du Setfisch, okay, das war der, der keine Menschen mochte, ne? Das ist ein Toaster, ne? Das ist der rasende, rasendschöne rote Prinz, das ist, und so weiter. Das ist ein ganz fürchterlicher Stuhl, eine unwillige Leselampe. Stell dir mal vor, ihr habt eine unwillige Leselampe, das ist ja... Das ist ein fliegender Stuhl, das ist der Pin-Up-Kalender, an den erinnere ich mich, den haben wir gefunden, unten irgendwo, glaube ich, in der Bibliothek. Verfluchte Maskete auch im Museum, den habe ich erst gar nicht richtig gesehen. Phönizische, das Gemälde der Treuhänder. Ferngesteuertes Ecto, das haben wir in diesem komischen Gang gefunden, genau. Gemeine Mikrowelle, irgendein zu Sebat, das war von Fischer wahrscheinlich, ne? Besessene Schlagjeans, okay. Gesangsbuch von Gose. Okay, das war ganz schön viele, ne? Haben wir jetzt schon wieder, Moment. 9000, ne? Die Falle kostet 18.000. Okay. Kann ich hier irgendwas anstellen oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Was machen wir jetzt hier, Kollegen? Freunde, komm ich hier irgendwie rein? Ray? Winston? Egon, was machen wir jetzt hier? Aber ein krasses Schloss, ey. Mann. Gosarianisch. Okay, dann gucken wir mal hier irgendwo. Das ist ja wie bei mir zu Hause. Da habe ich auch tausende von Dohlen und Raben in meinem Blickfeld. Ja, ich habe Bewohner, ne? Da ist eine total schöne Wiese draußen und da sind Millionen von Dohlen. Ich mag Dohlen. Ich bin totaler Dohlenfreund. So, okay. Was haben wir denn hier? Mächtig Luft. Ja gut. Was haben wir da? Da liegen gestrandete Schiffe. Oh, wie geil. Oh, da ist die Freiheitsstatue. Hell, I'm a Lady Liberty! Die Lüfte. Aber was müssen wir jetzt machen? Wo müssen wir hin, Freunde? Ja, ihr steht ja nur dumm und sinnlos in der Gegend rum. Komm ich hier rein? Kommen wir nicht rein. Kommen wir die Treppe hier hoch. Gucken wir mal. Wir gucken uns das alles an, Freunde. Suche einen Weg in das Schloss Chandor hinein. Also, das hört sich nicht gut an. Wer war das? Wer hat da geschrien? Wer hat da geschrien? Freunde? Da ist eine offene Tür. Oh, hey, das sind vor allem ein paar Geister. Was? Oh Moment, das war glaube ich mit Schleudern, ne? Genau, das war Speerstrahl und dann Schleudern. Moment, warte mal, der Speerstrahl. Fuck. Moment. Da rechts! Ja genau, ich hab's wieder, Freunde. Okay. Winston ist super zu mir. So, okay. Das erklärt, warum die auf dem Times Square angegriffen haben. Das sind Wasserspeier von Chandors Gebäuden. Vermutlich würde Ivo sich toll freuen, dass sein Sicherheitssystem so lange nach seinem Tod noch funktioniert. Wir müssen nochmal sicher die Kette da. Das ist das. Winston, du hast mich gerade voll erschrocken, Alter. Okay. Jungs.
Freunde! Na gut, dann gehen wir mal weiter. We move on. Ganz schön viele! Was immer okay, das okay, ist. Okay, okay, okay. Freunde. Okay, entlüften. Ich hab zwar tierisch abgedatet, Freunde, aber so im Moment, so wirklich. Wenn ich entlüften muss, muss ich entlüften. Der schießt, die dumme Sau schießt auf ihn. Da ist gut geschossen, du kleiner Penner. Ray? Peter? Egan? Winston? Freunde, ich glaube, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen putzen. Wir müssen putzen. Wir sind die Cleaner, die Deputy Cleaner. Yeah. Weil wenn wir da reintreten, Freunde, ihr wisst, das hat verheerende Wirkung, ne? Was war das? Was war das, Freunde? War da was? Du sollst ja nicht popeln, denk man, du sollst mal vorangehen. Warum bin immer ich derjenige, der hier vorangehen muss? Das ist doch nicht fair. Okay, komm da irgendwo drauf. Oh, das ist. Ich hab doch hier alles schon geputzt. Wir sind der Janitor, wir machen sauber. Immer wieder sauber. Ja, ich entlüfte schon. Kommen wir jetzt hier irgendwie weiter? Das habe ich so schön sauber gemacht. Ich komme nicht mal weiter. Okay, dann andere Waffe. Okay, also die sind relativ einfach. Wenn man die einmal im Sperrstall drin hat, kann man die echt gut wegmachen. Aber man muss sie erstmal reinkriegen. Das ist die Kunst des Geisterjägens. Das ist... Freunde, warum muss eigentlich ich immer vorlaufen, Freunde? Das ist doch nicht die Fallen. Das ist doch scheiße. Auf den Boden! Lüften. Und das Grüne bringt ja gar nichts. Ihr müsst irgendwie schießen, ne? Lüften. Eden? Winston? Wir müssen jetzt echt weitergehen hier. Aber es ist ein cooles Schloss, Freunde. Müsst ihr mal sagen. Das ist auf jeden Fall. Muss ich jetzt hier wieder putzen? Ich glaube, ich muss hier wieder putzen, ne? Putze alles sauber. Ich bin die Sauber-Sauber-Mach-Fee. Hat er wieder was geschrien? Nein. Okay, lüften. Okay. Oh, es ist mal sauber. Ich gehe wieder aufs andere. Damit fühle ich mich echt am sichersten, wenn ich ehrlich bin. Pass auf, der Kamm, du war einfach da. Was war schwupps einfach da, Ray? Moment, wo ist er jetzt? Freunde, Moment, hier, hallo. Bleib dran, ich komm nicht mal hin. Fast geschafft. Ja. Ach. Wo ist er? Moment, wo ist er? Ich seh's hier nicht. Ja, mit dem Schmettern kriegt man die echt ganz, ganz easy weg. Man muss sie nur erst mal kriegen. Aber wenn der einen so überrascht, das ist ein Egon. Du stehst da, als müsstest du mal Pipi. Das ist ja unglaublich. Winston? Ja, wo ist Wankman? Da steht er und guckt und denkt sich nichts Böses. So, okay. Da raucht es aus den Schornsteinen gar fürchterlich. Was ist? Da, die Tür wird durch diese Kette gesteuert. Hey du bist dran, Kumpel. Okay, Kadett, du zuerst. Ich gebe dir Deckung. Ey, Wankman, hatten wir uns nicht auf Tiger oder Champion geeinigt? Aber einfach nur, ey, du bist auch ein bisschen mager, findest du nicht? Und dabei bin ich so ein großer Wankman-Fan. Jetzt kommt er mir mit so einer Scheiße hier. Gut, die Kette. Da ist die Kette. Geht da runter? Ja, da waren wir eben schon mal, ne? Kommen wir irgendwie, da kommen wir runter. Das ist praktisch. Da müssen wir bestimmt wieder, ja, wir gucken mal. Welche Waffe habe ich? Okay, habe ich entlüftet? Ja, habe ich. Wusstest du, dass die historischen Heckengärten gebaut wurden, um Abkürzungen zu verbergen? Wo bist du? Abkürzungen zu verbergen. Da unten ist da noch eine funktionierende Kurbel. Versuch mal mit ihr die Tür zu öffnen. Ja, aber hier kreucht und fleucht was rum, Kollege. Das ist... Hier plätschert doch irgendwas, Freunde. Geistert doch irgendwie. Gibt dazu, dass hier irgendwo was rumgeistert oder nicht? Ja, wir sind
die Geisterjäger, das ist schon richtig, aber... Lasst uns weitergehen. Moment, da ist die Kurbel. Ich will zu der Kurbel. Die müssen wir bestimmt irgendwie schnappern. Pass mal auf, wir schnappern das mal. Schleimschnapper, so, Moment. Flupp. Und dann hier. Okay, war wohl die falsche Richtung. Dann machen wir es andersrum. Dann machen wir immer flupp, flupp. Egan, Winston, können wir hier raus? Ah. Zieh an der Kette. Okay. Mach mal, Zieh an der Kette. Die Tür ist offen. Komm wieder hoch. Okay, wir kommen wieder hoch. Dann gehe ich mal auf meine Standardwaffe zurück. Nein. Freunde, was seid ihr denn? Boah, krass. Moment. Oh, nein, das wollte ich gar nicht. Verdammt. Deine Kraft nimmt ab. Ja gut, wir müssen jetzt erst wieder alles verschließen. Das wissen wir ja. Ich verschließe mal ganz kurz. Wir müssen links von dir. Ja, links von mir. Scheiße, aber was? Sieg. Was? Spielsatz Sieg? Wie Spielsatz Sieg? Ich habe noch gar nichts gesehen. Hier ist doch noch was. Pass mal auf, Freunde, wir machen jetzt nicht mehr Folgen. Das ist ja Schnauze voll. Wir fackeln jetzt hier mal ein bisschen rum. Naja, ich brauche Übersicht, Freunde. Ich brauche Übersicht. Ohne Übersicht mache ich's nicht. So, hier, dim. Schnauze voll hier, von wegen Gosa, die ganze Scheiße, ey. Fackel ich jetzt ab, die kommen. Schnauze voll hier. Ach, sind das schöne Flammen. Wunderbar, so. Okay, jetzt bin ich wieder. Das ist so gut. So, okay. Leute, Tür ist offen, hat er gesagt. Moment. Da muss ich noch. Das geht. Okay, Jungs, ihr wollt da jetzt hoch? Egon! Peter? Winston? Okay. Worauf warten wir jetzt hier? Auf besseres. Moment, da müssen wir noch mal ganz kurz hier dicht machen. Das ist, hallo? Weiß, was da noch von hinten sonst alles auf uns zukommt. Aber die ganzen Portale müssen wir irgendwie. Das ist. Kommen wir jetzt hier rein? Nee, kommen wir nicht rein. Okay, dann gehen wir die Treppe mal hoch. Oh, da sehe ich aber noch was leuchten, oder? Moment, das erste ist Fackel, weil die ganzen Steinchen abgehen. Wegen ihr Garten. Das ist Geistermusik. Ganz schön viele, was immer das sind. Lauf! Er versucht es jetzt anders. Von wegen, er versucht es anders. Hinter dir! Da rechts! Was sind das für Typen? Moment, die muss ich mal ganz kurz scannen. Die habe ich nicht gescannt. Es wird offiziell Zeit für uns zu gehen. Nein, ich will die jetzt scannen, Freunde. Ich will die jetzt scannen, Freunde. Vorher gehe ich hier nicht raus. Mal sehen, was hier ist. Oh, blau. Artefakt. Wo war's? Da können wir uns mit das letzte die Falle kaufen. Da haben wir alles gekauft, Freunde. Okay, Moment. Machen wir ganz kurz anders. Du stehst zwischen mir und meinem Artefakt. Das kann ich nicht gutheißen. So, okay. Bleiben wir mal ganz kurz weg. Weg da. Was? Ja. Hey Leute, ob wir hier wieder rauskommen, ne? Sehen wir in der nächsten Folge. Ne? Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Das können wir uns kaufen. Wir brauchen nur 2000, dann haben wir alles. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Vielen Dank fürs Zuschauen und ne, wir kaufen alles. Ich will alles.